Ländlermusik in der Stadt und dann da erst noch zu Zürich, meine Damen und Herren. Das ist möglich bei der Bozmusik Beizentour. Guten Abend. Auch heute können Sie sich wieder auf gelungene, schöne Musik freuen. Eine von denen, die spielt schon da hinten im Restaurant Farbhof, wo ich jetzt gerade mal hinschaue. Sie haben für uns gespielt, aber nicht nur für uns, sondern auch für das Wirtepaar, für den Fredi Düssel. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Nikos. Schön dürfen wir da sein, hier im Restaurant Farbhof in Zürich. Wenn man an die Stadt Zürich denkt, ist Ländlermusik vielleicht nicht gerade das Erste, was einem einfällt. Und doch. Mitten in der hektischen Stadt gibt es eine gemütliche Quartierbeiz, wo das Brauchtum noch gepflegt wird. Seit manchen Jahren spielen die Volksmusikanten aus der ganzen Schweiz Zürich Altstädte und haben der Arbeit sogar Stückchen gewidmet. Das Wirtepaar, Bea Grütter und Fredi Düssel schauen, dass das auch in den nächsten Jahren so bleibt. Fredi Düssel, hier mitten in der Stadt Zürich, hätte in Athen irgendetwas ein Disco oder einen Club erwartet. Wegen wem gibt es jetzt hier im Farbhof genau Ländlermusik? Ja, ein Vorgänger von uns, der Giulio Frey, hat das eigentlich ins Leben gebracht hier im Farbhof. Und da haben wir gedacht, das machen wir auch. Die Leute haben den Blaustrahl, die Musiker haben den Blaustrahl. Es hat ein bisschen Kick gegeben. Und ich glaube, darum sind wir auch heute Abend da. Offensichtlich kommt die Musik hier rein. Wir wollen die etwas später dann auch noch mal geniessen. Zuerst schauen wir jetzt aber mal ein bisschen in euer Wirtenleben. Ich war vor ein paar Tagen da und habe euch beim Arbeiten unter den Arm gegriffen. Ei, 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 in dem Farbhof wird schon morgen früh gejasset. Gehe ich gleich helfen.
Grüezi miteinander. Ist da noch frei? Ihr braucht noch einen zum Jassen, oder? Gut, dann helfen wir da. Das ist gut. Grüezi wohl. Grüezi wohl, Niklas. Hoi, Pia. Ja, ich bin jetzt hier halt schon ein bisschen am Jassen. Ja, ist das gleich. Ja, das ist super, tipptopp. Mal schauen, ob es besser kannst wie die anderen. Ja, yeah, gegen so Zürich ist aber nicht so einfach. Gell? Wenn man auswärts muss spielen, genau. Was darf ich euch zum Trinken bringen? Ja, das ist Cola. Cola, Mineral. Am Anfang mal eine heisse Schocke. Heisse Schocke, okay. Das Mineral. Genau, gerne. So, machen wir noch mal eine Runde. He? Ja, dann müssen wir gerade ein bisschen studieren. He? So, du komm, kannst ganz schnell herhocken, wir sind fertig. Ja, super. Sensationell, wenn ich darf sitzen. Danke schön. Wer hat Panache oder ist der Stange? Ja, Panache. Panache, da hinten. Hat er das Skoki? Da noch eine Panache, da geht noch dafür. Ah, das ist der andere Tisch. Aber komm, jetzt wahrscheinlich bei uns bleiben zuerst. Ich bleibe schon bei euch. Kannst du es selber holen? Genau. Wer hat denn einmal die Fußschicht Bier? Immer ich, ja. Das wäre ich, ja. Und wann kommen die Ersten? Ja, um halb sieben. Halb sieben im Morgen? Ja. Ja, ja. Das ist so, immer um halb sechs aufstehen. Und was sind da Leute aus Zürich? Ja, Taxichauffeure habe ich da. Und je nachdem, also überleiden hätte ich mehr, nehmen wir gerne ein mehr Leute am Morgen. Mhm. Aber es ist ja leider, wir haben zu viele TKW rundherum, oder? Mhm. Ich mache immer halb sieben auf, so oder so, ob jemand kommt. Aber Taxi kommt sicher immer, oder? Taxifahrer kommen. Ja. Und am Mittag um 9 Uhr haben wir auch unsere Arbeiter, die kommen. Ja, so. Und um welche Zeit kommt dann einmal der Freddy dazu? Der Freddy kommt etwa, je nachdem, halb acht, acht. Ah ja, das geht ja noch. Ja, so, ja. Du, jetzt machen wir noch einmal eine Runde. Danke für okay, die Jockey. Danke, ja, okay. Und lassen wir ein bisschen Musik dazu, ja, ist das gut? Ja, machen wir doch. Schöne Musik. Mit der Kapelle rundum. Ja, oh, so. Freddy, da sieht es etwas weniger nach Restaurant aus. Dahin, he? Ja, das Sorry. Ist ein bisschen mein Reich. Sorry, Niklas. Schön, dass du einmal die Fahne noch nicht servieren da? Nein, eigentlich nicht. Es ist nicht so mein Ding, servieren. Mein Reich ist dahin, mehr oder weniger. Reservationen, Einkauf, Zahlen biegen und so weiter. Den Alltag vorbereiten, wenn es dann so weit ist und so weiter. Wenn natürlich niemand da ist, dann bin ich sicher auch da vorne und bringe halt mal ein Bier oder ein Mineral oder einen Kaffee.
Aber ansonsten haben wir auch noch ein bisschen Personal. Fredi, wer bist du jetzt da gerade dran? Ja, ich bin da Reservationen zu machen, die wir wieder für das nächste Event haben. Wir sollten noch Flyers machen da für den Gartenverein Juchhof, wo wir im dieses Jahr wieder ein grosses Fest haben mit Alpenland, mit Entertainer. Und wenn es mich da vorne nicht braucht, bin ich da hinten in meinem Reich und mache tue. Meine Partnerin Bea ist ja da vorne und schaut und macht. Wenn du so viele Projekte und Vereine überall mitschaffen, mithelfen bist, hast du nie den Überblick verloren? Ja, es gibt damals schon so Sachen. Ich mag mich erinnern an den Volleyball. Da waren etwa 15 Bühnen. Und da habe ich mal die falsche Spende auf die falsche Bühne geschickt. Aber wir konnten es dann können ummischen und es ist dann wieder gut. Hast du einfach allen gesagt, sie müssen im Farbhof spielen? Ganz genau. Du, dann lasse ich dich hier noch etwas arbeiten und Reservationen entgegennehmen. Und damit es etwas ringer geht, dann wir noch etwas Musik hören. He? Das ist immer gut. So, Fredi, läuft's? Ja, sieht gut aus. Da? Zum Zweiten geht's. Zu panieren. Du bist ja hier mit einem Team in der Küche. Hast du Leute, die mitarbeiten? Wie haben ihr da die Aufgaben verteilt? Ja, an und für sich sind sie zwei da. Der Koch, der Ratschisch und Zada, wo da auch in der Küche mehr kalte Küche macht, aber mithilft. Und ich bin da, wenn es pressiert, wenn wir viele Leute haben oder so. Oder mal etwas holen oder vielleicht abwaschen oder so. An und für sich sind sie zwei da außen, die das machen, eben mit meiner Anleitung. Du hast gesagt, du tust manchmal gerne auch mal ein bisschen zurücklehnen und ihnen zuschauen. Richtig, jawohl. Weil es ist ja so, jedem Geschäft mag es einen faulen Kauf vertragen. Das spiele ich natürlich gerne selber. Ja gut, komm, jetzt machen wir aber da weiter mit dem Gardablösser. Ja, das kommt dann auf den Brötler. Ich hoffe natürlich, dass es mehr als eins heute gibt. Ja, komm, ich helfe dir noch ein bisschen, dann machen wir noch zwei, drei. Kannst du da mal einschneiden in der Mitte? Also halbieren, oder? Ja, bis etwa in die Hälfte. Aha, okay. Dass noch die Hackbrettlerfinger kaputt gehen. Jawohl, genau. Brauchst du die, oder? Ja, wäre noch gut. Musik machen, sonst wären ein paar Fans nicht zufrieden. So, und dann kann man es da, genau. Und dann kannst du den Schinken und den Käse einfach so trainiert ein umgekehrt, sonst läuft der Käse raus. Dann wir den die Heimat nachkochen. Ja. So. Dann im Mehl rein. Nicht in den, im Mehl. Zuerst im Mehl. Und dann hier im Ei. Einmal Eisauce.
Einfach schnell hinlegen. Da. So. Ja, einfach kehren und so. Und dann? Und dann gehen wir über ins Paniermehl. Ins Paniermehl. Und da kann man ein bisschen grosszügig. Da kann man grosszügig. So. Dass da etwas drüber kommt. Können wir das servieren? Oder ja, was also mal auf den Brötchen. Dann gehen wir auf den Brötchen. Danke vielmals. Bitte. So. Inklusive Paniermehl. Bis da dann unsere beiden Meisterwerke fertig sind, bleiben wir noch ein bisschen beim Essen, nämlich mit Gummibärli und der Kapelle Philipp Mettler. Wir sind jetzt hier vor dem Farbhof draussen, mitten in der Stadt Zürich. Ist dir da nicht ein bisschen zu hektisch? Nein, an und für sich nicht. Ich bin ja sehr selten eigentlich draussen. Eben, wenn ich mal mit einem Verein oder so mitgehe. Draussen ist eigentlich mein Revier, eben das Restaurant. Aber bist du ein Stadtsucher? Ich bin eigentlich zugezogen, aber mit jungen Jahren und dann hängen geblieben. Wie reagieren denn die typischen alte, gesessene Städte, wenn es Ländlermusik bei dir zu den Fenstern ausgehört? Ja, es hat solche, die Freunde sind davon, es hat solche, die keine Freunde sind, das gibt es überall. Aber ich würde sagen, 90% haben den Blausch, können wir innen noch innen hören. Jetzt fährt dann das Dämmchen ab, woher geht es? Ja, wir gehen ins Billardcenter in Zypressen mit den Geiers vom FC Altstetten. Das sind die Jüngsten von den Ältesten. Und wieso das Geier heisst, das ist klar. Wenn die eben heute noch shooten und umgehen, bis sie wieder aufstehen, ist oben durch schon der Geier. Die alten Geier. Die alten Geier, aber noch zu Weg. Noch zu Weg. Jetzt, bist du Mitglied im Verein oder gehst du quasi als ich Kundenpflege mit? Ich bin Mitglied, eigentlich allen Vereinen, die ich mitmache. Eben, die brauchen auch den Obolus vom Zeug und Sachen. Und so in dem Sinn und Geist. Dann würde ich sagen, Musik ab, wir gehen Billard spielen und schauen, dass wir das Tremli nachher rützen. Okay. Dann gehen wir. Die Beine
sind schwer und der Rucksack nicht leicht. Wir haben das Ziel erst am Abend erreicht. Nun sagt uns der Wirt, wir sind restlos besetzt. Was machen wir beide bloß jetzt? Der Abend ist mild und die Nacht wird nicht kühl. Da ist es im Haus sowieso viel zu schwül. Vom Rumstehen tun uns doch die Füße nur weh. Komm mit, ich habe eine Idee. Im Grünen ist ein Zimmer frei. Gerade richtig für uns zwei. Ein großer Baum ist unser Dach. Und fließend Wasser gibt's am Bach. Sonst noch du. Im Grünen ist ein Zimmer frei, gerade richtig für uns zwei. Ein großer Baum ist unser Dach und fließend Wasser gibt's am Bach. Im Grünen ist ein Zimmer frei, das Suchen ist für uns vorbei. Ich decke dich mit Liebe zu und weiß auch, was ich sonst noch. Ah, die weiss auch noch ab. Dann müssen wir zuerst ein bisschen schwätzen, bevor wir weitermachen. Fredi, jetzt sind wir ja hier im Billard spielen, nicht in der Wirtschaft. Gehst du mit allen Vereinen, wo du irgendwie dabei bist, auch noch mit an die Aktivitäten? Nicht immer. Wenn ich Zeit habe, gehe ich selbstverständlich gerne mit. Es ist auch für mich ein Abwechslung. Aber eben, wir haben verschiedene Vereine. Die einen kommen um 9 Uhr, sie kommen dann vielleicht nach der 10 Uhr wieder. Und muss man es auch mal einteilen können. Und ich versuche es so gut wie möglich. Wir haben ja den Tag durch schon ein bisschen über die Schulter schauen. Nebst den Vereinsaktivitäten und dem Restaurant, hast du noch Freizeit? Ja, zwischen denen ja. Das geniessen wir dann, wenn wir zu haben. Aber eben auch dann sind wir schon auch wieder unterwegs mit Musik und Sachen. Aber wir wollen das so, oder ich will das gerne so. Und ich habe den Blausch von der Musik, darum machen wir das so. Ja, komm, dann kannst du jetzt ein bisschen Freizeit geniessen. Du bist dran mit Schüssen. Ich habe die Weiss gerade runtergeschossen. Peter, du bist einer von diesen Geier vom FC Altstetten, eines von diesen Vereinsmitgliedern. Wie ist das so, wenn ihr einmal beim Fredi einkehren? Also wir sind beim Fredi eigentlich immer, wenn wir unsere Events haben, ist der Treffpunkt beim Fredi. Und nachher gehen wir von dort aus entweder baden auf Schinznach, oder wir gehen Bowling spielen, oder wir gehen auch mal auf den Rüetliberg. Und dann ist einfach wieder der Treffpunkt am Schluss, also wo wir dann den Schlummi noch nehmen. Und der ist meistens so, also vielleicht einmal nach dem 12. oder? Gehen wir zu ihm und ich muss sagen, er ist ein guter Gastgeber für uns. Und ich finde es auch schön, dass wir zu ihm gehen können. Das ist gut, ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen üben. Ich glaube, der Fredi hat schon geschossen. Ja, schau, der ist schon wieder da, dann bist du dran. Jetzt brauche ich dich noch einmal. Du hast dir den Carlo Brunner gewünscht. Was hast du zu ihm für eine Beziehung? Ja, ich musste, wie gesagt, ihn müssen engagieren für eine Hochzeit. Und das war dann super. Ich war sogar ein geladener Gast mit meiner Partnerin. Und so sind wir uns näher gekommen. Er hat es halt dieses und jenes gegeben. Er hatte vielleicht ein Problem, das man hätte lösen können oder umgekehrt. Eben einander helfen und schauen. Und ihr seid ja mittlerweile auch ganz treue Fans bei ihm seinen Konzerten. Selbstverständlich. Wir machen Karreisen von uns aus. Wenn es Weihnachtszauber ist oder sonst irgendwo in der Nähe ist, schauen wir, dass wir da auch eins trinken können und nicht unbedingt mit dem Auto muss dort hinfahren, weil der Schoffer tut uns immer wieder gesund und munter wieder im Fahrhof abliefern. Dann lassen wir jetzt noch ein bisschen Galo Brunner und dann putzen wir hier die alten Geier ab. He? Ja, das ist ganz klar. So, der war ja 9, hä? Oh, aber der wird auch schwierig. So, hä? Jetzt darf ich noch mal. Thank you.
Carlo Bonner mit Ronny Knäblet. Ich bin heute im Restaurant Farbhof in Zürich bei der Bea und dem Fredi. Ein legendäres Haus in Bezug auf Volksmusik. Vor 112 Jahren ist das Haus gebaut worden. Und Volksmusik gibt es auch schon eine Weile da, gell? Das ist richtig so. Der Giulio Frey, der vor rund ca. 40 Jahren da drauf war, hat das ins Leben gerufen. Einfach am Wochenende ein bisschen. Nicht jedes so, wie wir es jetzt heute machen, jeden Donnerstag. Die Leute haben hier schon riesen Freude gehabt, da immer einen grossen Zulauf gehabt. Und so ist es Ding. Und man sieht ja, dass eigentlich aus den Fotos heraus, dass da früher auch Post abgegangen ist. Wir schauen nachher gleich noch ein bisschen Album 3. Zuerst jetzt aber, Bea, wenn einmal den Donnerstag hier stoppen, da haben einen Haufen Leute und Musiker. Wie ist das für dich, wenn du an der Front am Arbeiten bist? Ja, super. Ich sage, die Leute kommen gerne hierher. Also ich habe das Gefühl, sie kommen gerne. Und sie haben den Plausch da und sind auch verschiedene Leute. Weil die kommen zu uns manchmal nicht zu uns. Die kommen einfach nur, wenn es stubben ist. Und wirklich ist immer schöne Stimmung. Man kommt davon, wer spielt natürlich. Aber sind alle eilig gut auf ihre Art. Ja. Magst du dich speziell noch an eine Formation oder einen Moment erinnern, der dir besonders gefallen hat? Also mir gefallen eigentlich alle, aber eben Schweizer Rögel gefällt mir auch gut. Da haben wir schon ein paar miteinander auf der Bühne gehabt, hast du mir erzählt. Ja, das ist richtig. Ja, wenn Schluss, wir hören ja um 11:30 auf. Und dann eigentlich all die, die ein bisschen gespielt haben, der Abend durch, gehen dann nochmal auf die Bühne. Und dann gibt es 12, 13 Stück, die dann spielen miteinander. Und das tönt irrsinnig, oder? Und anscheinend hat es früher schon gefegt, eure Vorgänger haben schon ein Stück bekommen. Farbhof Intermezzo, der extra für das Restaurant komponiert wurde. Und bei euch ist es dann im gleichen Stil weitergegangen. He? Jawohl, der Andi Brunner hat uns so ein Stück geschrieben. Und für uns ist das natürlich immer eine Ehre, wenn man so etwas überkommt. Wie auch vom Alpenland, Sepp und Co. Die haben extra jetzt auf der neuen CD auch ein Stück uns gewidmet. Und das heisst, es ist gemütlich im Farbhof. Und dann habt ihr da auch noch das Fotoalbum geerbt von euren Vorgängern. Ausgelehnt. Ausgelehnt, Entschuldigung. Mit dem habe ich auch schon gespielt, Erwin. Aber das war noch vor eurer Zeit, das ist eben von Giulio Frey seiner Zeit. Giulio Frey. Wacht der Rutz, die haben bei uns in der Sendung schon gespielt. Haben die das auch schon gehabt? Nein, die haben wir leider noch nicht gehabt, aber vielleicht, was nicht ist, kann noch werden. Dafür haben wir die Airport-Örgel auch schon gehabt. Airport-Örgel, das ist richtig. Das ist, wie ja der Name sagt, eigentlich, vom Flughafen her. Der Peter Messerli, der der Bassist ist und auch der Manager der Musik, der sogenannte Weinbergstube, wie es früher geheiss hat, von Benny Grimm, organisieren. Heute heisst es Ländlersonntag. Und auch wenn wir jetzt nicht gerade Ländlersonntag haben, Musik von der Airport-Örgler gibt es für Sie jetzt trotzdem. Thank you.
Wir sind wieder zurück im Restaurant Farbhof. Unser Wirtepaar ist zum Glück immer noch da bei mir am Tisch, Bea. Ihr seid über 20 Jahre schon zusammen, aber geheiratet sind ihr noch nicht. Ist das einfach so eine Zürcher-Mode, dass ihr da nicht heiratet? Nein, das hat nichts mit dem zu tun. Eigentlich nicht. Man kann genau gleich miteinander arbeiten und sein und schön an. Wegen dem muss man nicht heiraten. Aber ist es noch geplant? Nein. Ja, gut. Was meinst aber... du? Ja, dann müssen wir jetzt schon noch wissen, Fredi, wie stehst du? Sie hat es klar gesagt. Es ist schön so. Aber miteinander Musik geniessen, selbst durchaus, das oder? Schon, das ist schon sicher. Miteinander arbeiten, miteinander schön haben. Einmal haben wir eine Lampe, ist ja gleich. Einfach. Aber heute, glaube ich, so, wenn ihr da gemütlich da hockt, wir haben den Frieden. Und noch mehr den Frieden haben wir in die Ländlerwurlitzer noch mal eins für uns spielen. Wobei, den Klarinettisten sehe ich jetzt auf der Bühne vorne gar nicht. Ländlerwurlitzer, Sie haben für uns gespielt und liebe Farbhofgäste, wollt ihr noch mal ein Stückchen hören? Yeah! Gut, dann machen wir noch. Zuerst möchte ich aber dem Wirtepaar noch danken. Vielmals sagen, sie haben nämlich extra in den Ferien für diese Sendung aufgemacht. Wann geht es offiziell wieder auf? Am 11. August. Also am Montag geht es wieder auf Vollgas los. Ja, danke vielmals, haben wir da vor. Danke vielmals, sehr Dank. Schön. Danke dir auch. Danke Ihnen vielmals, ganz einen schönen Abend. Ihnen zuhause ebenfalls einen schönen Abend. Wir machen hier natürlich noch etwas weiter. Es gibt noch etwas Musik. Und für Sie geht es in einer Woche weiter. Dann gehen wir ins Appenzellerland, ins Restaurant «Zum wilden Mann» in Oberegg. Ade miteinander und einen schönen Abend.